Das, was heute der Airbus A380 ist, war bis vor kurzem noch die Boeing 747, das größte Passagierflugzeug der Welt. Die Variante der 747-100 wurde Anfang der 70er Jahre erstmals auch an Lufthansa geliefert. Die Deutsche Fluggesellschaft war damit die erste europäische Airline, die den Supervogel im Liniendienst einsetzte. Die 747 hat immer begeistert, in Filmen, auf Bildern und auch in ihren kleineren Ausgaben. Von Herpa gibt es jetzt eine ganz besondere Variante der ersten Boeing 747-100 in Lufthansa-Bemalung. Gerade einmal knapp 18 cm ist das Modell lang und passt damit ganz bequem ins Handgepäck. Herpa ist bereits seit Ende der 80er Jahre Partner der Lufthansa, wenn es darum geht, hochwertige Modelle der großen Originale zu produzieren. Mitte der 80er Jahre hat unser Geschäftsführer die Idee gehabt, eben auch Flugzeugmodelle herzustellen, nachdem wir jahrelang jedoch sehr erfolgreich im Pkw- und Lkw-Sektor tätig waren. Und hatte ich mal für eigene Faust eine 747-100 entwickelt, damals noch aus Kunststoff und im Maßstab 1:500. Mit dem Modell ist er dann auch zu Lufthansa gegangen und hat einfach vorgestellt, das Modell, ob eventuell Interesse da wäre dazu. Das Interesse war da, denn die Lufthansa hatte bereits ebenfalls Pläne für Modelle im Maßstab 1:200. Heute, fast 20 Jahre später, sind bereits über 300 Modelle in sämtlichen Größen und aus den verschiedensten Jahrzehnten produziert worden. Sie wurden im Fachhandel und im Bordshop von Lufthansa verkauft oder als Geschenk an gute Kunden abgegeben. Für die Produktion erhält Herpa exklusiv die kompletten Konstruktionsdaten der großen Flugzeuge. Wer die Modelle sammelt, ist anspruchsvoll und diesem Anspruch werden die Modellbauer von Herpa gerecht. Jedes Fenster, jede noch so kleine Linie auf dem Original wird auch im Modell detailgetreu nachgebildet. Bereits an den Maschinen werden die Teile erstmals geprüft, später bedruckt, lackiert und in Handarbeit montiert. Auch das Modell der 747-100 von Herpa wird bald lieferbar sein und dann zum ersten Landeanflug ansetzen. Vom Geschäft oder Bordshop direkt in die Sammlervitrine. Eine schöne Erinnerung an das Original, das übrigens nur 3 Jahre bei Lufthansa flog und dann gegen die Version der 747-400 ausgetauscht wurde.